Hallo zusammen, heute machen wir total coole Short Beef Ribs und die sind so saftig, da müsst ihr unbedingt dranbleiben. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, es ist Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das hier sind 3,3 Kilogramm Short Beef Ribs von Eatventure. Freundlicherweise zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür. Ich verlinke das mal unten, könnt ihr euch gerne mal angucken. Der Begriff Short Rib ist in der Stelle eher irreführend. Es handelt sich eigentlich um einen Teil eher so Richtung Querrippe vom Rind. Ja, diese hier hat eine Fettauflage. Ich brauche persönlich nicht so viel Fett. Die sind innen drin, haben die auch noch eine Fettschicht. Das heißt, ich fange an erstmal diese etwas zu trimmen und mich von der Fettschicht zu verabschieden. Wir wollen ja später auch, dass etwas von unserer Marinade noch am Fleisch haften bleibt oder den Geschmack ans Fleisch übergibt. Deshalb ist die Fettauflage dort an der Stelle eher störend. Aber so, dass ich sie abschneiden muss. Dann, ihr kennt das von ganz normalen Spare Ribs, eine Silberhaut, die gibt es hier natürlich auch. Die ist nur ein bisschen fester und ein bisschen dicker, lässt sich aber hier sehr, sehr gut und sehr einfach lösen. Man merkt, dort ist immer noch etwas Gewebe zwischen den Knochen. Deshalb ritze ich das kurz einmal ein, dass unsere Marinade auch dort einziehen kann. Jetzt haben wir so viel gehört, Marinade, dann kümmern wir uns auch einfach darum. Nachdem wir jetzt unsere Querrippe vorbereitet haben oder unsere Short Ribs, nehmen wir erstmal etwas Olivenöl. Ich benutze hier ein Olivenöl von Eftimios. Viele Grüße an dieser Stelle. Ihr könnt aber auch ein anderes Olivenöl nehmen. Dann brauchen wir Senf. Jetzt hier gibt es auch wieder Möglichkeiten. Einfach einen Barbecue-Rub nehmen. Ich habe mich dazu entschieden, Magic Green zu nehmen. Ihr könnt aber auch einen anderen Barbecue-Rub nehmen, wenn ihr möchtet. Jetzt vermengen wir das Ganze. Lässt sich sehr gut verbinden. Und jetzt müsst ihr so vom Mengenverhältnis ein bisschen aufpassen. Also wenn es jetzt zu dickflüssig wird beim Verrühren, das hat was mit der Konstellation zwischen Senf und Olivenöl zu tun, dann einfach notfalls noch etwas Olivenöl nachgeben. Es soll also so flüssig sein, dass man am Ende unsere Ribs damit ganz gut einreiben kann. Also das ist so die Konsistenz, die ich gut finde. Und dann können wir unsere Dino Ribs, wie sie auch manchmal genannt werden, jetzt damit einreiben. Wenn wir soweit unsere Marinade darauf verteilt haben, dann können wir die Rippchen noch für 2 oder 3 Stündchen in den Kühlschrank packen. Und in der Zwischenzeit kann man den Monolith vorbereiten. Der Monolith ist vorbereitet auf indirekte Hitze, low and slow, 110 Grad, so wie ihr das kennt. Und jetzt smoken wir unsere Ribs für rund 3 Stunden. Nach 3 Stunden sehen diese dann so aus. Also schon nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt packen wir das in eine Alupfanne hier. Das ist die Consist von IKEA, die meisten kennen die. Ihr könnt aber auch jede andere Aluschale nehmen. Aluschale wollte ich natürlich sagen, nicht Alufanne. Und dann ein Dunkelbier. Ich habe hier Augustiner Dunkel. Das ist für einen Rheinländer was Besonderes, weil das gibt es hier nämlich nicht so oft. Und da bin ich wirklich relativ lange gefahren, um das mal zu bekommen. So, jetzt das Ganze luftdicht in Alufolie schließen. Ähnlich wie bei den normalen Rippchen machen wir jetzt eine kleine Phase, wo diese gedämpft werden mit einer Flüssigkeit. In dem Fall weitere 1,5 Stunden bei 130 Grad. Auch wieder auf unserem Monolith. Kleiner Zeitsprung, so sieht das Ganze aus. Nach 1,5 Stunden, man sieht deutlich die Knochen, das Fleisch zieht sich von den Knochen zurück. Und insgesamt immer noch sehr saftig und eigentlich trotz des Dampfes eigentlich eine coole Kruste. Jetzt wandert das gute Stück nochmal auf den Grill für rund ein Stündchen und in der Zeit glasieren wir es mit Barbecue-Soße. Ich nehme die von Dirty Harry, aber nehmt einfach die, die ihr am besten findet.
Und wenn ihr die dann ein- oder zweimal glasiert habt, dann könnt ihr sie vom Grill nehmen, dann lasst ihr sie noch ein paar Minuten ruhen und dann können wir sie anschneiden. Ihr seht es, die haben eine geile Kruste bekommen und wenn man da so reinschneidet, läuft der Saft an der Seite nur so raus. Ja, Short Beef Ribs, saftig wie nie, probiert's mal aus. Für alle die, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, bitte jetzt auf den rechten Button rechts unten im Bild klicken. Alle anderen besuchen bitte auch meine Fanpages, Twitter, Google+, aber insbesondere Facebook, das ist sehr spannend dort. Ich genieße jetzt hier die letzten Stücke, das ist so unglaublich zart und saftig, total geil. Naja, liken, kommentieren, gern gesehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.